Nachdem ich meine 690er mit dem Nomad Kit reisetauglicher gemacht habe, wollte ich das natürlich auch testen. Für das lange Osterwochenende war fantastisches Wetter angesagt und wir beschlossen, den Ted Belgien zu fahren. Der Umbau ist bezüglich Wind- und Wetterschutz genial und ich freue mich schon auf den langen Urlaub im Sommer. Zum Glück wusste ich noch nicht, dass meine Maschine einen Monat später, einen Tag vor der Abfahrt nach Frankreich, gestohlen werden sollte. Und Petra, wie gefällt dir der Ted bis jetzt? Ist gut? Ich sag jetzt nicht Dito. Der ist sehr gut. Klasse. Die Strecken werden immer länger vom Gelände her. Weniger Asphalt, aber jetzt mehr Stück. Genau. Irgendwie, je mehr man reinfährt, desto besser wird es, ne? Genau. Petra ist eine gute Frau, die räumt auf. Ich muss ja morgen wieder was wiederfinden, ne? Sonst. Da ist eine Olive dran. Ja, dann isst sie doch. Ne, die ist für dich gedacht. Dann esse ich die noch. Genau. Ja. Matt ist hässlich hier. Ja. Aber das Frühstück ist gut, ne? Leckeres Eibrot mit Schinken, Kaffee. Schön an der Tanke.
Wir haben gestern den TED in Belgien verlassen und sind jetzt nach Frankreich gefahren, sind jetzt in Montagne du Nord. Das liegt an der Schelde, ein schönes französisches Städtchen. Und wir werden jetzt entlang der französisch-belgischen Grenze die Parks weiter runterfahren. Und dann gucken wir mal, wo wir auskommen.